und willkommen zurück bei Stack TV. Heute bei mir die volle Power Young Guns, wollte ich fast schon sagen. Aber ihr seid gar nicht jung, ich bin nur verdammt alt geworden. Janosch, du bist ein Altbekannter hier. Und Joa, das erste Mal hier auf der Couch. Unsere Store-Legende aus der Innenstadt verlässt uns leider. Aus der globalen Main Capital, würde ich fast schon sagen, Darmstadt, gehst du in die deutsche Metropole Berlin. Dennoch schön, dass du zum letzten Mal hier bei uns auf der Couch bist. Rate the Outfit. Passend zu Euro 2020, ein Fußballer-Special. Ihr bewertet getrennt voneinander das Outfits von unterschiedlichen Fußballern. Wollt ihr noch was trinken? Ja, gerne ein Wasser. Bitte. Ein Wasser? Ja, für mich auch ein Wasser. Ja, okay, Wasser. Dankeschön. Alright. Cheers. Tschüss. Dann starten wir mit dem ersten Fußballer und seinem Outfit. Oh. Ich müsste aber einfach den Fußballer sagen, damit unser Publikum auch weiß, wer es ist. Also Haaland, genau, von Dortmund. Eigentlich würde ich gerne eins geben, weil es so lustig ist, aber ja, es ist... Drei. Sieht ein bisschen aus wie Pyjama. Gibt wahrscheinlich Geileres, von daher. Aber Sympathiepunkte, deswegen eine Drei. Bei mir kriegt er eine Fünf, weil ich finde, es geht überhaupt nicht. Da geht man gar nicht, aber das ist unwürdig, hör mal. Auch mit den Adiletten sind es nicht, glaube ich. Mega, der sympathische Typ als Fußballer. Polarisiert auf jeden Fall. Aber das hab ich auch gedacht. Auch das Outfit polarisiert. Deswegen fand ich die 3 so mittendrin. Ja, weil das ist so. Das ist ja irgendwas. Entweder das ist eine 1 oder eine 6, denke ich da so halt. Ja, deswegen kann, kann ich da eher den Joa nachfühlen. Ist übrigens, glaube ich, Paraga Beach Mykonos. Ich kenne diesen Steak. Ja, das ist wieder die 3. Ich erkläre euch jetzt wieso. So, dann wollen wir mal. Das ist ein ganz klassisches Fußball-Outfit, aber gut gemacht. Also trägt einen kompletten Anzug. Wenn ich mir, wenn ich mir so vorstelle, Fußball-Outfit. Und trägt ein paar Air Force, die vom Rot halt ein bisschen weiter weg sind. Genau, ja, ist in Ordnung. So, nicht schlimm, aber auch nicht gut. 3. So, ich bin gespannt. 6. Tut mir leid, ihr könnt locker im Kranichstein hier rumhängen mit dem Outfit. Also, nee. Also sieht schon ein bisschen aus, ich corne am Hauptbahnhof den ganzen Tag, oder? Ja, ein bisschen mäßig. Ich finde halt den Schuh schlimm. Hast du doch selber gehabt, oder nicht? Ja, wenn ich nicht habe. Die Hose, ja. Oh. Nee, ich gehe auf die 4. 4. Fühle ich gar nicht. Ich mach mal eine 5. Schmuck ist in Ordnung, aber die Kette geht gar nicht. Mütze gefällt mir ebenfalls nicht. Die Hose finde ich am schlimmsten. Die Waschung ist schrecklich. Ist halt auch echt keine dankbare Situation. Hier, Jerome, komm mal mit auf den Hinterhof. Da haben wir so ein Plakat aufgehängt. Stell dich Kamera davor, mach ein Bild. Dieser Bodenbelag, also das ist wirklich grauenhafte Szenerie. Ich habe ihn 2, 3 Mal im Urlaub durch Zufall wirklich getroffen. Jerome sah jedes Mal echt top aus. Von daher tut mir ein bisschen leid auf das Bild. Andy fucking Kremer. Oh, das sagt mir was. Ja, hoffentlich. Italia 90, eine Schlüsselfigur. Ja! Schuhe geil, Jeans geil, Fahrrad geil. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Pulli nicht geil, von daher eine 3. Dann mache ich 2 für dich. Schuhe stylisch, die Hose auch ein bisschen enger oben, finde ich cool mit dem Fahrrad. Der Vibe generell, ich glaube, das ist Ende 80er, einfach 90er, sieht top aus. Die Frise auch, mega. 2 Legenden. Wenn es nach Style geht, glaube ich schon, dass Ronaldo da der Stärkere ist. Es war so ein Dolce & Gabbana-Anzug von Messi, hat er mehrmals auch die Beratung, wie du vorhin gesagt hast, bekommen. Die 1 für Ronaldo, 4 für Messi. Einmal darf der Ronaldo gewinnen. Ronaldo natürlich viel, viel besser hier. Du bist großer Messi-Fan wahrscheinlich? Ja, selbstverständlich. Oder? Argentinien, in Barcelona aufgewachsen. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Und du, Janosch? Ich hätte jetzt die 2 für Ronaldo gegeben, weil es natürlich viel besser und auch ebenfalls die 4 für Messi. Oh Mann, Alter, das ist... Echt? Ja, wegen dem Unterhemd wahrscheinlich. Ja, Mann. Oh mein Gott, ey, komm, Alter, nur weil er ein Unterhemd anhat. Was ist denn das? Ein Unterhemd und direkt eine 2. Nee, Unterhemd sieht gut aus und auch mit dem Schmuck und es ist komplett rot, gar keine Frage, aber steht ihm ja auch. Wow. 1 für alle, für Freddy. Ja, Style-Ikone Nummer 1. Für mich auch mit hoch mal die 1. Wirklich. Diego, rest in peace. Diego noch ziemlich fresh aus, gell? Alright. Sind wir durch. Danke euch vielmals für den Besuch. Gute Zeit in Berlin. Vielen Dank. Danke für deine Zeit hier. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.